Nach langem Üben ist es endlich soweit. Detlef soll nun vor Juliette ein Bett im Kornfeld singen. Juliette, mache ich das hier draußen oder soll ich in so eine Kabine gehen? Oder nee, du knallst dich hier einfach hin. Ich weiß gar nicht, wie laut es gleich kommt. Ich habe das Glück, Sänger, Nichtsänger, Formate zu begleiten, wo Nichtsänger zu Sängern gemacht werden oder ganz große Talente dazu gebracht werden, dass sie wirklich klingen, als seien sie schon ewig auf der Bühne. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, jemanden zu sehen, von dem ich keine Ahnung habe, was er kann. Ich glaube, ich war noch nie so gespannt, jemanden singen zu hören wie Deffy. Den Text habe ich so semi drauf. Also, ich kann jetzt so, aber ich weiß nicht, wie das. Es ist ja, wenn du in einer Stresssituation und in einer Drucksituation bist, nochmal anders. Und so langsam geht der Puls jetzt auch bei mir hoch. Sommerabend, über blühendem Land, schon seit Mittag steh ich am Straßenrand. Bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, hob ich den Daumen. Auf einem Fahrrad. Man muss verstehen, dieser Mensch singt das erste Mal vor Publikum, das erste Mal überhaupt, dass er sich das traut. Singen ist so schambehaftet. Das ist. Da hängt so viel dran. Ich bedauere dich sehr, doch ich lachte und sprach. Ja, Mann! Ich brauch keine weichen Daunen. Ein Bett im Kornfeld. Wenn wir loben, dann hat das was damit zu tun, dass wir ihn weiter aufbauen wollen. Wir gehen danach an die Fehler und wir gehen danach an das, was zu korrigieren ist, das, was noch zu verbessern und zu optimieren ist. Aber erstmal müssen wir ihn da abholen, wo er ist. Mein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Boah, jetzt. Hammer! Okay? Ich kann nicht. Es ist so, also da ist so viel. Ey, das ist toll. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe ja schon viele Schlager, Partysänger, Songs einsingen gehört. Mhm. Und das war bei weitem nicht das Schlechteste. Das ist ein Bühnenmensch. Es ist genau das Richtige. Es wird genau gut sein für ihn. Und diese Kleinigkeiten. Wie geht jemand physisch mit Zeilen oder mit Tönen um? Und der macht instinktiv schon ganz viele Sachen, die total wichtig sein werden für die spätere Arbeit. Es ist krass, du hast zwischendurch, bist du genau in der richtigen Kraft. Dann verlierst du es und ziehst über den Hals. Und deswegen ist es anstrengend für dich gerade. Okay. Ne? Du bist auch müde schon, stimmt. Tu mir mal den Gefallen. Du greifst unter und du gehst mit deinen Tönen ein Bett im Kornfeld und hebst an, wenn du kannst. Nicht anheben, wirklich. Ne? Ein Bett im Kornfeld. Danke. Merkst du den Unterschied? Ja. Ich hab viel mehr Dampf. Bam. Genau. Und zwar ohne hier kaputt zu machen. Frei. Frei. Aha. Frei. 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 Aha. Einmal drauf zeigen, den Ton, den du. Frei. 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 Ein höher. Frei. Frei. Aha, der ist es? Ja. Frei. Frei. Aha. Tippitoppi, mein Schatz. Der ist so zauberhaft und so emotional. Ich liebe das. Also ich glaube wirklich, dass wir aus dem ganz, 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 ganz viel rausholen werden. Boah, scheiße. Mach mal die scheiß Kamera weg. Ich freue mich einfach, dass so jetzt dieser erste Schritt und dass ich da kein Vollpfosten bin, weißt du? Das freut mich einfach, weil ich hatte die. Und jetzt habe ich auch richtig, jetzt fängt für mich die Reise an, weil jetzt habe ich Bock auf, oh, scheiße. Jetzt habe ich Bock auf den ganzen Scheiß hier, weißt du? Ach, scheiße. Das ist so schön. Ja, aber das ist so viel Anspannung, die gerade von dir abfällt. Nein, es ist einfach schön. Es ist einfach schön, weil jetzt weiß ich so, ich habe ein Ziel. Ich werde das können. Auch das werde ich irgendwie nicht perfekt, aber für mich schön hinkriegen, dass ich mich nicht blamiere. Meine Lieben, wenn ihr meinen Weg zum Schlagerstar verfolgen wollt, könnt ihr dies hier unten bei RTL Plus machen. Damit ihr nichts verpasst, lasst einfach hier oben ein Abo da und zu den Highlights der Sendung geht's hier unten lang.